Mein Name ist Alexander Borige. Heute zeige ich Ihnen, wie man ein Rollbrot backt. Dazu habe ich schon mal vorbereitet hier in meinem Teigkessel, habe ich das Mehl, das Salz und die Hefe drin. Das nehme ich jetzt und gehe damit in den Teigkneter, nehme das Wasser dazu und schalte den Teigkneter ein. Es ist natürlich auch möglich, jede andere Art von Backmischung von zu Hause zu verwenden. Also das ist bei mir jetzt speziell das Roggen- und das Weizen-Vollkornmehl und mit Himalaya-Salz gewürzt. Es sind keine weiteren Backzutaten drin. So, dann gebe ich jetzt nur noch das Wasser dazu und kann dann den Teigkneter einschalten. Dazu tue ich in einer langsamen Stufe bei mir den ersten Mal zwischen 3 und 4 Minuten durchkneten lassen, so dass das Mehl erstmal verrührt werden kann. So, in der Zwischenzeit, wo der Teig geknetet wird, habe ich schon mal vorbereitet den Käse und würde jetzt nur noch den Schinken schneiden. Das sind ca. 300 Gramm gekochter Schinken. Dazu schneide ich den in dünne Scheiben. Die Stückchen sollten nicht so groß sein. Sie sollten auf keinen Fall größer wie 5x5 mm sein. Weil ansonsten drückt sich das durch den Teig dann später mal durch. Also es gibt auch noch alternative Füllungen. Da kann man sehr kreativ sein, glaube ich. Dazu ist es möglich, was ich auch noch in meiner Backstube mache, mit Käse und Zwiebel. Man kann aber auch mit Paprika oder mit anderen Sachen experimentieren. Möglich wäre auch, was mir sehr lecker schmeckt, das wäre mit Feta-Käse und Olive. Das ist dann was Vegetarisches, wer das möchte. Gebt das zu dem Käse mit dazu und verrührt das anschließend ein. So, dass es ein schönes Gemisch ergibt. In der Zwischenzeit ist dann unser Teig fertig. Und wir können beginnen mit der Herstellung der Rollbrote. Vor dem Beginn bemehle ich meine Arbeitsfläche. Sie sehen, mit reichlich Mehl, also man darf da nicht zu knapp rangehen. Und um den Teig aus dem Kessel rauszunehmen, tue ich auch meine Hände richtig einmehlen, damit er nicht später an meinen Händen festklebt. Hole mir den Teig, Sie sehen, das ist eine schöne homogene Masse. Und nehme den mit auf meine Arbeitsfläche. Leg das in das Mehl rein und fange an, eine viereckige Teig zu kneten. Also wie gesagt, Mehl darf immer nicht fehlen. Und beginne dann, diesen Teig auszurollen. So, dass sich eine viereckige Platte entsteht, die ca. 5 mm hoch sein muss. Wichtig ist auch, damit wir auch ordentliche Rollbrote herstellen können, dass die Breite auch ca. zwischen 20 und 30 cm breit ist. So, dass ich eine schöne rechteckige Platte habe. Danach nehme ich Wasser, Leitungswasser. Ich mache es mit einer Sprühflasche. Und den gesamten Teig mit Wasser benetzen. Das ist dazu notwendig, dass das Rollbrot nicht zu trocken wird. Und dass es auch dann beim Formen schön zusammenklebt. Danach nehme ich die vorbereitete Käse-Schinkenwürfel, gebe die einfach hier drauf und verteile die gleichmäßig auf dem Teig. Sollte nicht zu dick sein, die Schicht. Und wie gesagt, nicht zu grob sein geschnitten. Weil sonst später die Würfel und der Schinken durch den Teig durchspießt. So, wenn ich das alles schön gleichmäßig verteilt habe, fange ich auf einer Seite an, auf einer Längsseite, und roll, deswegen der Name von dem Brot, roll den Teig zusammen. Schön festdrücken, damit das dann nicht zu locker wird, damit keine Hohlräume drin entstehen. So, dann habe ich so eine schöne Rolle hier und kann dann mit einer Arbeitsspachtel dann die Teigrollen abstechen. Und damit habe ich ein Rollbrot. Ich nehme jetzt mein vorbereitetes Backblech
und lege die Rollbrote auf das Backpapier. Es ist von Vorteil, Backpapier zu benutzen durch den Käse und den Schinken. Da läuft immer ein bisschen Fettigkeit raus, so dass das nicht alles verschmutzt wird so stark. Ich habe jetzt 9 schöne kleine Rollbrote, die ich zum Abschluss, bevor die in den Gärschrank kommen, noch mit Wasser benetzen tue. Das ist vor allen Dingen von Vorteil, wenn man zu Hause keinen Ofen hat, wo man diese Gebäcke von oben mit Wasser benetzen kann. Ich drehe das nochmal rum, damit das auch von der anderen Seite nass wird. So, jetzt müssen die nochmal in den Gärschrank, sollten circa bei 25 bis 30 Grad da ruhen können. Jetzt schaue ich nochmal nach meinem Ofen. Der Ofen sollte ca. zwischen 200 und 250 Grad haben. Jetzt sind die 30 Minuten um. Oh, sie sind fertig. Es sind 45 Minuten um. Ich hole die Rollbrote jetzt aus dem Ofen. Sehen die lecker aus. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und viel Freude beim Nachbacken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de